Yes, I consider myself a nerd. Picke, packe, volle Ausgabe. Wir haben so viel Comics, dass es bei mir wahrscheinlich nicht mal alle diesmal unterkriege und das noch in die nächste Sendung mit reinschwappen wird. Alles, was wir an Koffern bei unserem Comic-Händler abgeholt haben, nachdem wir ja lang zitiert fast einen Monat lang keine Lieferung Verdammung, so Dollar. Und aufgrund unserer damit, dass wir die Termine nicht koordiniert gekriegt haben, sind dann noch mal ein paar Wochen ins Land gezogen. Das heißt, wir haben echt Ging es dir eigentlich ähnlich wie mir, dass du dann irgendwie, obwohl du wusstest, dass du so und so viel Geld für Comic ausgeben wirst, dann doch ein derbes Loch in deinem Portemonnaie hattest, als du dir doch abgeholt hast? Ja. Das funktioniert halt nicht so wunderbar, das Geld anzusparen. Das funktioniert bei mir gar nicht. Nicht so gut funktioniert. Ja, dann bringen wir euch mal in die Winterzeit. Hoffen wir, dass das Licht nicht ausgeht. Genau. Dem einen oder anderen ist vielleicht auch aufgefallen, dass wir jetzt die letzte Sendung ein bisschen kürzer gemacht haben. Ein bisschen geplant ist das auch bei der... Ja, weil ich weg musste und dir nicht immer dazwischen labern konnte, deswegen ist die kürzer geworden. Ja, aber auch grundsätzlich werden wir das vielleicht auch für die nächsten zwei als Testbase machen, wie das alles ankommt. Wir planen natürlich ein bisschen die Hochladefrequenz zu erhöhen und die Dauer... Aber auch halt da wäre ich wieder, das wäre wieder eine Frage, die ich hätte. Was ist denn lieber, so ein 2-Stunden-Marathon-Ding oder kurze unter der Stunde? Weil ich persönlich, also Podcasts, die ich mir anhöre, das ist natürlich auch noch was anderes, die kann man dann wirklich mit unter auf den iPod packen, habe ich gar kein Problem, da höre ich mehrere, die sind irgendwie 3 Stunden lang oder so. Aber ich glaube, akustisch ist das was Video, sich vorzusetzen, ne, und die zu gucken, lieber knappe wahrscheinlich. Aber es gibt, glaube ich, genug Leute, also wie ich auch aus den Kommentaren gesehen habe, die sich das Bild oftmals gar nicht angucken und uns irgendwie im Hintergrund laufen lassen. Kann ich ihnen jetzt nicht verübeln. Ja, weiß ich nicht. Da geht ihnen vieles. Machen wir eine gute Überleitung. Neuigkeiten. Es hat sich einiges angesammelt, wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Fangen wir damit an. Der Hobbit läuft jetzt. In 2 Wochen? 2 Wochen von Stand jetzt. Mitte Dezember läuft der Hobbit an. Mitte Anfang? Mhm. Was ich viel lieber gesehen hätte, aber keiner wollte mit mir hingehen. Allerdings wollte ich auch nicht, weil es mir in 3D zu teuer war hier Ralf Reichts. Hätte ich mir gerne. Ralf Reichts sieht total interessant aus. Ärgere mich auch sehr, dass ich Judge Dredd verpasst habe. Ja. Wobei der so starke 3D-Effekt ist ein DVD-Ding, finde ich. Dark Knight Rises ist übrigens auf Blu-ray raus, den habe ich mir jetzt gekauft. 13 Euro bei Amazon habe ich gesehen. 12,90 bei Saturn. Mhm. Ja, wir machen ja auch immer ab und zu den ein oder anderen Tipp hier. Ne? Also ja, auf jeden Fall, da war ja hier die Zeichentrick-Geschichte, ja. Ich habe überlegt, ob ich mir für 7 Euro bestelle. Ich habe es gemacht, am nächsten Tag war der Film schon da. Ja, leih mir den. Ich warte, denn bis der zweite kommt, dann kaufe ich mir die Box. Der ist schon draußen. Kostet schon jetzt den Amazon listet den halt schon, aber der erscheint erst im Januar. Kann gut sein, aber ist mir zu teuer für den Erstkauf. Kostet jenseits der 20 Euro. Ich warte auf die Box. Und die Sache ist die, ich habe den nicht komplett gesehen. Ist okay, hat mir aber lange nicht so gut gefallen wie Year One. Ich musste dir die ganze Zeit sagen, dass ich... da mir eingefallen ist, dass ich auch immer noch mal Dark Knight Returns noch mal lesen muss. Mhm. Das ist ja sowieso, ich glaube, es gibt keine Top 5 Batman-Liste ohne Year One und Dark Knight Returns, und dann wird immer gestritten. Was ist Year One oder... Also im Animationsbereich, bevor du ihn gesehen hast, ich leite ihn auf jeden Fall, beziehungsweise wie du dein Sichtprogramm da irgendwie dir arrangieren willst, machst du es so. Persönlich kann ich eben nur vorgreifen, ich fand Year One deutlich stärker, wobei ich nicht sagen will, dass hier ein schlecht war. Year One ist natürlich fast schon eher eine Jim Gordon Story, ne? Mit ein bisschen Batman. Persönlich, Jim Gordon ist aber auch spitze. Da muss ich mich halt auch rausreden, der Spandex Man bei uns, bist ja eher du. Ja, das stimmt. Bei mir ist es eher befremdlich. Da kommen wir aber in einer unserer späteren Reviews irgendwann zu. Was steht denn noch so an? Also Judge Dredd, Hobbit, der Star Trek, erste Star Trek Teaser ist raus. Zum zweiten J.J. Abrams Star Trek. Hast du den ersten gesehen? Ich habe den Block den ersten gesehen und ganz stark gefunden. Fand ich auch gut. Den zweite Teaser sieht auch nicht schlecht aus, aber ich hatte das schon bei Facebook hatte ich den gepostet, mit dem Kommentar, zu viel Dark Knight, zu wenige Raumschiffe. Ja, nee. Zumindest beim Teaser. Ich weiß nicht, auf der einen Seite wird das bestimmt kein schlechter Film, aber mir geht dieses, ich habe das Gefühl, seit Dark Knight so erfolgreich, dass... so ein Franchise, also düster war, kommt das jetzt bei jedem Film um die Ecke. Und für mich persönlich, Star Trek darf spannend sein und ist super und darf auch Action haben und so, aber Star Trek ist jetzt nichts, wo für mich so die psycho-düster Atmosphäre sein muss. Ich will bei Star Trek schon Weltall, Raumschiffe, beamen. Das ist halt die Frage, es ist halt mal was Neues. Mir hat der erste Film halt sehr gut gefallen. Ja, der war stark. Und vorher muss ich sagen, ich war nie
Also ich bin mit Generation, Next Gen bin ich reingekommen zu Star Trek. Picard, genau. Ich habe die ersten Staffeln auch gesehen, so das typische, ich will, dass die eine Sicherheitschefin da drauf geht, dann wollte ich, dass Wesley Crusher drauf geht, aber es nicht gemacht hat, habe ich dann aufgehört zu gucken, weil Wesley Crusher aus meinem tiefsten Innersten richtig gehasst habe. Ist das hier, wer heißt der noch? Das Milchgesicht, ja. Nein, okay, dann meine ich nicht. Nee, das war der Sohn der von Beverly Crusher. Vize-Captain. Das ist hier Riker. Ja, genau. Ja, Riker fand ich stark. Das ist hier Twilight Zone. Genau, ist das? Nee, Wahrheit oder Lüge. Ja. Auf jeden Fall fand ich einen der stärksten Filme. Der Next Gen war auf jeden Fall für mich First Contact, richtig? Mit der mit den Borg. Ja, der war der eigentlich auch Star Trek A-typisch war. Also mit ja, also mir hat einfach dieser Teaser zu sehr auf. Der hatte diese Prometheus-Musik, dieses. Der ist übrigens auch auf Blu-ray raus, habe ich auch nicht geguckt. Den will ich noch gucken. Also ja. Kann ich vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal ansonsten auf jeden Fall sehen. Walking Dead Staffel 3 hat jetzt quasi Mid-Season-Finale gehabt. Also das heißt, erst im Februar geht's weiter. Und ich muss sagen, extrem starke Staffel. Besser als Staffel 1 und 2. Ja, das war's soweit, ne? So viel, ziemlich viel los im Weihnachtsgeschäft, ne? Wir haben viel vor, viel angekündigt fürs nächste Jahr, ne? Wir wollen erstmal den Hobbit hinter uns kriegen. Aber kommen wir dann noch gleich zur nächsten Review. Ja, oder zur ersten. Ne? Zur ersten. So, dann legen wir los und zwar direkt mit dem Packenheften. Ich habe nämlich ordentlich was nachzuholen. Es geht um Ultimate Spider-Man. Also es ist die All-New Spider-Man-Serie mit dem... diesen Miles Morales, diesen Teenie, der ist 13. Dem farbigen Jungen. Farbigen 13-Jährigen und ich muss sagen, das macht die Serie auch wirklich gut. Anders. Ja, man hat wirklich das Gefühl, endlich mal eine andere Version von Spider-Man zu lesen. Mhm. Vorher die Ultimate Spider-Man-Serie war ja super und es gab natürlich auch Veränderungen, manche Charaktere waren komplett anders angelegt oder so. Und Peter Parker war ein gutes Stück jünger, aber es war trotzdem Peter Parker, es war trotzdem mit Onkel Ben war gestorben, es gab trotzdem eine May, es gab trotzdem eine Gwen Stacy, es gab trotzdem eine MJ, es gab trotzdem Carnage und alle möglichen Figuren. Und hier, das liest sich einfach ganz anders. Also der hat andere Probleme, der geht zur Schule, der Konflikt mit den Eltern ist ein anderer. Extrem gut dazu, extrem gute Zeichnung von David Marquez. Ja, auf jeden Fall gute... Das ist jetzt nicht gute, starke Serie. Also wir haben hier, ne, das sind all die Hefte. Was mir da halt wieder auf den Nerv geht, man sieht es bei Marvel wieder, diese Point One Nummerierung. Ich habe bis heute nicht geschnallt, warum die das machen. Ich glaube, irgendwann war die Begründung mal, um einen Einstiegspunkt zu finden. Also Marvel hat jetzt so Nummerierung, wie dann heißt die Ausgabe 16.1. Soll irgendwie angeblich mal Einstiegspunkt gewesen sein oder so. Ich habe es bis heute nicht verstanden und finde es einfach nur überflüssig und unübersichtlich. Allerdings hat die 16.1, die jetzt, da ich die 17 aber noch nicht gelesen habe, die letzte Ausgabe, ist ein guten Cliffhanger mit Venom. Und der gerade wieder praktisch den alten Klassiker durchgezogen. Jemand war kurz davor, Spider-Mans Identität zu enthüllen und dann ist sie gestorben. Wie bei Batman. Jede Frau, die jemals Batmans Geheimnis gelüftet hat, ist immer gestorben. Ja, das, wie gesagt, waren jetzt ein bisschen viele Hefte, als dass ich irgendwie einzeln auf den Inhalt eingehen würde. Mehr oder weniger, Spider-Man schließt sich jetzt halt den Ultimativen an und kämpft in diesem Crossover, das ich überhaupt nicht verfolgt habe. United We Stand oder And Divided We Fall, also so hieß das. Aber wie gesagt, immer noch eine gute Serie. Ich bin gewillt zu sagen, fast besser als die Vorgängerserie. Sternesystem, wie gesagt, ohne die Hefte jetzt einzeln zu bewerten, insgesamt eine 4, also wirklich gut. So, also das kommt im Angebot. Wir haben ja jetzt hier den Auslage. GZSZ Pulp für uns entdeckt. Wir versuchen mal ein bisschen was. Das war wirklich eine GZSZ-mäßige Kamera. Ja, ich weiß, ich hätte das Stativ einziehen sollen, deswegen war es ein bisschen kompliziert gemacht, aber ich fand, das hast du sehr schön für so einen ersten Versuch hast du es hinter mich gemacht. Ich kann froh sein, dass ich jetzt nicht ähnliches hinter mich habe. Aber nicht zeigt. Also, Transformers. Mit einer neuen Serie. Allerdings möchte ich auch die alten nicht vergessen, ja, die würde ich eigentlich einfach zum Schluss bringen.
Und zwar haben wir hier jeweils, also ich war auch ein bisschen im Verzug, aber das heißt eben nur vier Nummern. Einmal die Robots in Disguise und die Marvel Meets the Eye Serie. Ich habe mich neulich mal in mich gegangen und hab mich dann auch gefragt, hey, das ist die Nummer 10 und Nummer 11 jeweils einer verdammt guten Serie, beziehungsweise von zwei parallel laufenden Serien, die ich jedem Comic-Fan wirklich ans Herz legen will, kann, möchte. Allerdings ist eine Review dieser Hefte dermaßen hinfällig, weil jetzt zu diesem Zeitpunkt ist kein Quereinstieg mehr möglich. Es ist einfach so komplex geworden, also für den, der von Anfang an dabei war, ist es ein Traum, was für Storylines, Story-Arcs, die sich irgendwie ausdenken, aber jetzt den Quereinstieg zu wagen, wäre einfach zu spät. Das heißt, meine Empfehlung, holt euch ein paar Trades darüber. Also die es gibt sogar jetzt einen Omnibus, glaube ich. Das kann, ja gut, aber die Omnibus-Geschichten sind doch eher so andere... Es gibt jetzt auf jeden Fall diesen ID, Transformers at IDW, so einen Omnibus. Ich weiß nicht, was der umfasst, aber... Ja, da bin ich jetzt überfragt, aber wie gesagt, man macht keinen Fehler, wenn man sich da die Trade schnappt, einer wirklich hervorragenden Comicserie. Zeichnerisch sowie Geschichte, also die Geschichte ist eigentlich noch stärker als die Zeichnung wiedergeben können, die aber durchaus solide sind und sehr gut und auch alternativ koloriert. Also für Insider kann ich nur sagen, also die Serie hält... Ist eine Tendenz, welche Serie besser ist? Es ist schwierig zu sagen. Also die wagen halt ziemlich viele Experimente, wenn ich mal kurz zeigen darf. Ich hatte eben das Beispiel eines Zeichenstils. Die sind oftmals, klar, bleiben die einem gewissen Zeichenstil treu, aber wilde Instrumente, die wirklich in gute Richtungen laufen. Und beide Serien sind gleichmäßig stark, weil momentan fangen die Serien an, sich zu verflechten. Ah, jetzt doch. Das heißt, es gibt dann doch so ein paar Crossover, egal wie die Erzählung angedacht ist. Besonders stark eben für Leute, die es immer noch verfolgen oder teilweise verfolgt haben. Starscream rückt immer mehr, der Decepticon, der immer so in den Filmen so Verräter war, drückt immer mehr in den Fokus, momentan zumindest. Hier Storylines sind aus seiner Perspektive geschrieben und werden megamäßig spannend, also sehr gute Hefte. Ich kann beiden Serien nur, also mindestens eine 4 von 5 eben jeweils geben, wie gut die sind, nur um das wieder zu spiegeln, was es da zu gibt. Eine andere Serie, die ich bis jetzt furchtbar fand, einfach, es ist halt so eine retro-gemünzte Serie, die an eine ursprüngliche Marvel-Veröffentlichung von... Diese Classic. Genau, es gab glaube ich 80, was heißt, glaube ich, es ist definitiv so, dass es 80 Nummern dieser Serie gab bei Marvel und man versucht halt diesen Stil irgendwie nachzuahmen, gelingt halt basal, aber ich muss mich echt revidieren und zwar mit dieser Nummer, das ist die Nummer 85. Der 84, die kann man mit Trost vergessen, aber man muss sie leider gelesen haben, um die 85 doch zu verstehen. Und die 85 ist ein weniger von den Zeichnungen her, weil der Zeichenstil bleibt derselbe. Aber von der Geschichte und der Atmosphäre der Charaktere ist es ein sehr, sehr gutes Set, was ich nicht gedacht hätte. Auch 4 von 5 Sternen. Ja, bei der Gelegenheit ist es mir leider aufgefallen, ich habe hier etwas zu verlosen an der Stelle. Wir haben immer noch nicht geschafft, unser letztes Team. Oh ja, aber gut, das ist halt eben die Frage, hier alte Fußballkumpanen, dass die sich... Ja, wir haben schon gegen ihn gespielt und wir haben sonst verschickt. Ja, das müssen wir mal eben gucken. Aber wie dem auch sei, ich habe eine doppelte Nummer dieser Ausgabe zu geben, die ich jetzt in höchsten Zügen gelohnt habe. Also lohnt es sich wirklich, aktiv zu werden. Und deswegen, ja, wir wollen keine Ansprüche stellen. Wir sind halt eigentlich zufrieden damit, dass unsere Sendung verfolgt wird. Das heißt, an alle, die uns die zusehen... Die seien aufgerufen, dieses Heft haben wollen, uns in irgendeiner Art und Weise zu kontaktieren mit dem Stichwort Transformers Regeneration 1. Schreibt es an unsere, in unserem Blog, schreibt es unsere Facebook-Finnmann, schreibt es hier unter die Kommentare. Unter denjenigen, die uns irgendwie kontaktieren, wir haben ja auch noch eine E-Mail-Adresse, verlosen okay. wir hier. Ja. Du die jetzt ein? Na, jetzt in diesem Moment? Ja. 1990@gmx.de, aber wie gesagt, nee, die blende ich nicht ein, die sage ich jetzt einfach dazu, weil. In irgendeiner Art und Weise kann man uns auf jeden Fall kontaktieren und wer das Stichwort Transformers Regeneration 1 an uns schickt, der kann in den Kreis derjenigen gelangen, unter denen ich das Heft verlosen werde. Punkt um. So, anscheinend läuft das ja ganz gut bei IDW mit den Transformers, weil... Also eine neue Serie. Vielleicht ist es weniger auch die Tatsache, die Comics werden gut laufen, aber momentan die Prime-Zeichentrickserie wird eben gepusht.
Videospiele kommen raus, sowohl für Wii, sowie für PlayStation 3. PlayStation 3 ist uns hier diese Cybertron-Geschichte, die in den zweiten Teil geht. Ja, ja, schon, ja, ist schon wieder raus. Ich glaube aber auch, man kann noch... Wobei, zu, selbst zu diesem Transformers Prime gibt es jetzt auch wieder eine Nintendo DS. Und so. Ja, Nintendo DS und ja, auf jeden Fall eine Wii und Wii U Veröffentlichung. Also ist das denn jetzt wirklich zur Serie? Oder? Das ist, glaube ich, erstmal so ein bisschen außen vor. Also Fokus besteht auf das auf den Team der Dinobots. Also Transformers kann ja wissen, was eigentlich schon Dinobots genau, von zwei Monaten. Aber diesmal richtig, also die ganze Equipe von denen schließt sich zusammen unter der Führung von Grimlock. Ist es eine einleitende Storyline, die uns eben weiterführen will in die Story-Arc. Was ich sagen muss, kannst du mal kurz, ja, muss ich mir kurz verklauen. Die Zeichnung finde ich eben, muss es halt gerade sagen, gut, für die Transformers-Serie gewohnt gut mittlerweile. Ja. Auch ein sehr schönes Cover. Was ich allerdings zu bemängeln habe, ist teilweise, erschließt sich einem tatsächlich halt nur, wenn man es liest, so ein bisschen die Bildwahl, finde ich ein bisschen komisch teilweise. Also so gut das gezeichnet ist. Quasi so der Kamerawinkel. Ja, der Außen, der Kamerawinkel, wenn man das so bezeichnen will, ja, ist so ein bisschen, oftmals Perspektive ist seltsam gewählt. Deswegen gebe ich eine gute 3 für das Heft, weil ich halt noch nicht weiß, in welche Richtung das gehen soll. Frage, wie ist das denn jetzt eigentlich, also wie verhält sich das denn jetzt, in welchem Universum, in welchem spielt das? Ein absolut anderes Universum. Also es hat jetzt nichts mit den anderen, das heißt nicht, diese Serie wird jetzt nicht irgendwann, nein, treffen jetzt nicht irgendwann auf die anderen. Das ist eine komplett autarke Serie, was eben dem widerspricht, was ich eben gesagt habe. Es macht einem den Quereinstieg sehr leicht, also beziehungsweise überhaupt Einstieg, das ist jetzt die erste Nummer. Ja, gut. Und ich kann noch keine Aussage treffen, wie gut die Story ist oder in welche Richtung die gehen wird, weil es einfach die erste Ausgabe ist. Vielleicht gebt ihr dem mal einen Versuch, ob ihr es interessant findet oder nicht, um generell mal in dieses Universum reinzuschnuppern. Bietet sich das also an? Das bietet sich auf jeden Fall an. 3,99, ja. Aber das ist ein dickes, ich bin immer wieder überrascht, mittlerweile die Papierqualität und so, da komme ich jetzt gleich zu, teilweise bei so ein paar Marvel-Heften, die ich review. Aber die auch sind. Nein, das ist auch meistens 2,99. Marvel ist traurigerweise fast alles 3,99. Die Hammer und Double schicken die auch noch. Ja. Also die Qualität bei IDW finde ich immer gut. Das stimmt. Also wie gesagt, ich kann keine Aussage zur Qualität der Storyline treffen. Die ist momentan echt überhaupt nicht wichtig. Die Nummer 1 in so einem US-Heft. Aber das Heft war trotzdem gut aufgebaut. Ja. Das kann man ja immer sagen. Also ich kann natürlich definitiv erst nach der 2 eine Wertung geben, ob sich dann lohnt, dran zu bleiben, aber mal reinschnuppern ist jetzt nicht verkehrt. Hast du gesehen, My Little Pony? Meist vorbestellteste Comic dieses Jahres. Ich fand mehr vorbestellt als Walking Dead 100. Wenn Nick hatte keine, sonst hätte ich meins gekauft. Das soll nicht schlecht sein, im Ernst jetzt. Ich hatte als Kind hatte ich ein My Little Pony Album zum Klebestift. Ja, hätte ich, mit jemandem Fan gefunden. Aber ich fand die Puppen blöd, ich fand das Album gut. So. Weiter im Text. Justice League Nummer 13 und 14. So lange haben wir schon keine Show mehr gemacht, dass es sogar mittlerweile so weit ist, dass ich die Dinger teilweise eingepackt habe. Wir holen das schon mal eben raus. Und eine super Serie. Mir macht Justice League mehr und mehr Spaß. Nachdem ja wirklich der erste... Arschperspektive. Darf ich das mal kurz, damit die Leute auch verstehen, was ich meine? Ja. Wonder Woman! Wonder also, das ist jetzt hier mehr oder weniger so eine... Ja, weiß ich nicht, ob es schon der neue Story-Arc ist, aber es gibt den Übergangszeichner. Und Übergangszeichner ist Tony Daniels. Bekannt von den ersten Detective Comics, also hat bis jetzt vor kurzem Detective Comics gezeichnet, weil Jim Lee jetzt, glaube ich, von Justice League komplett weg ist. Es wird bald Evan Rice wird Zeichner von Justice League, der jetzt vorher Aquaman gezeichnet hat, der übernimmt die Serie. Und das ist so, weil Aquaman so schlecht läuft. Nein, Aquaman läuft richtig gut und Aquaman ist, da komme ich später auch noch zu, irgendwo habe ich eine Aquaman-Ausgabe rumfliegen, weil der jetzt bald einen Crossover mit der Justice League hat, ab dem nächsten Heft. Das ist ein Ding. Und Aquaman läuft gut und ist auch, glaube ich, eine ganz gute Serie. Ja, und es ist quasi eine zweiteilige Story um Cheetah. Also, Cheetah hat ihren ersten Auftritt im neuen im DC 52. Und ist mal direkt ordentlich stärker gemacht worden. Also, Cheetah ist ja ein Gegner von Wonder Woman, die eben von einer Person, die von dieser Panther-Göttin besessen worden ist und dann halt aussieht wie ein Panther, Leopard. Nee, Leopard.
und halt Kräfte hat, praktischerweise das magische Kräfte, das heißt, sie kann auch ordentlich Superman, also ist ja mal so der Schlupfwinkel. Oh. Sie kann natürlich auch Superman besiegen, weil sie hat ja, ist ja Magie, ist ja Supermans Schwäche. Und dazu kommt noch, dass sie halt ursprünglich eine Freundin von Wonder Woman ist. Mhm. Das Ganze knüpft aber erstmal an den ganz großen Cliffhanger von der Heft 12, wo Wonder Woman und Superman sich geküsst haben. Die haben ja jetzt eine Love Affair am Laufen. Die wird aber erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, weil sich halt, wie gesagt, ordentlich im Dschungel mit Cheetah geprügelt werden muss, mit ziemlich starken Splash Pages von Tommy Daniels. Ich muss das mal hier noch kurz rekapitulieren, genau, es gibt dann so ein paar, keine Ahnung, Diskussionen, bla bla, auf jeden Fall passiert es dann, das ist dann quasi der Cliffhanger vom ersten Teil, Cheetah schafft es, Superman zu beißen und hat dann anscheinend so Fähigkeiten, dass Superman dann auch von ihr infiziert wird und zu so einem kämpfenden Pantherwesen wird, was natürlich ungünstig ist, weil es immer noch Superman ist und der also dann dabei ist, einen in den Arsch zu treten, während wir dann also zu Heft 14 kommen, wo dann eine Führerin eines so eines Stammes auftaucht, die ursprünglich, nicht der Amazon, sondern die ursprünglich eben diese Cheetah vergöttert haben und die kann dann mit so einem magischen Horn Superman für kurze Zeit lahmlegen, sodass sie dann anfangen, den zu heilen. Sie kämpfen aber weiterhin gegen Cheetah und Wonder Woman hält sich halt die ganze Zeit zurück, weil sie eben eigentlich mit der befreundet war und denkt so, boah nein, diese Kraft korrumpiert sie und macht sie böse. Wobei sie dann hinterher leider realisieren muss, dass es umgekehrt ist. Die war schon böse. Also ihre Freundin, die sie dachte, die sie gut kennt und so, ist eigentlich eine ehemals Verbrecherin, hat schon zig Identitäten angenommen und so und ist böse. Und sie korrumpiert quasi die Panther-Göttin-Kraft und nicht umgekehrt. Wenn ich fragen darf, das ist ja jetzt so eine Einführung einer Figur in ein quasi neu eingeleitetes Universum. Gibt es denn bei der Justice League grundsätzlich noch eine übergeordnete Story, die im Hintergrund steht? Das ist jetzt hier der Fall. Also erstmal steht halt dieses Crossover mit Aquaman an, da merkt man hier aber noch nicht viel von. Dann ist generell auch für 2013 so ein Riesen-Crossover angekündigt, da merkt man auch noch nicht, aber was hier die Storyline einleitet, ist, dass eben Cheetah gefangen genommen wird und dann in ihrer Zelle mit jemandem kommuniziert und dann rauskommt, dass sie sich halt hat gefangen nehmen lassen. Und da wieder was schwebt. Außerdem gibt es halt immer noch diese Geschichte mit Superman und Wonder Woman. Und da kommen dann hier so ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Einmal, erstmal, das muss ich noch nachholen, Aquaman hat hier seinen coolen Badass-Auftritt. Ich bin mittlerweile Aquaman-Fan. Die haben geschafft, Aquaman cool zu machen. Das ist cool. Ja. Aquaman ist ein cooler Typ. Und dazu geht es halt noch weiter und da kam eine Sache, die mir noch nicht so bekannt war, weil Superman will halt Wonder Woman zeigen, wofür es sich so zu kämpfen lohnt und führt sie eben nach Smallville mit dem großen Unterschied, die Kents sind tot bereits, schon lange sind einfach gestorben und das wusste ich gar nicht, dass die im DC 50, also im neuen DC-Universum halt tot sind. Ich weiß nicht, ob das in den Superman-Serien schon längst bekannt gegeben worden ist. Für mich war das irgendwie neu, vielleicht wurde es auch vorher schon bekannt, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall trotzdem starke Ausgabe, die Zeichnungen sind gut. Batman überwacht das Ganze natürlich und sieht die dann knutschen und so. Oh, dazu möchte ich noch mal kurz reinhalten. Also dieses klassische Motiv knutschen. Von, dass Batman allen seinen Teammitgliedern misstraut und die halt überwacht, das gibt es auch in der neuen Variante. Aber wie gesagt, jetzt nichts Großartiges, aber gute Dialoge, mir gefallen diese ganzen Charakterbeziehungen auch zwischen den anderen, zwischen Flash und Cyborg und so. Fällt mir alles ganz gut, die Zeichnung war extrem stark und auch das Shazam-Backup ist richtig gut. Und wir sind jetzt auch endlich an den Punkt angekommen, wo quasi Black Adam aufgetaucht ist und Billy Batson Shazam ist. Also das Backup-Feature läuft weiter, bleibt auch gut. Also es waren zwei überraschend, die Justice League war bis jetzt eine Serie, die bei mir so qualitätsmäßig sehr geschwankt hat. Die zwei Hefte waren auf jeden Fall richtig gut, lassen sich auch ohne groß Vorwissen lesen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Tony Daniels Zeichnung steht oder irgendwie ausgesprochener Fan der Cheetah ist. So, Sterne? 4. 4, für beide jeweils. Ja, zusammengenommen. Also ich glaube, tendenziell hätte ich das 13. Heft ein bisschen schwächer bewertet als das 14. Aber so zusammen, da ich die auch in einem Rutsch gelesen habe, war das auf jeden Fall eine gute 4 von 5. So, wie gesagt, diesen ganzen Comicberg, der hier überall in meinem Zimmer verteilt liegt, irgendwie Herr zu werden, kommen wir wieder zu einem von der letzten Sendung bekannten Segment. Wir machen wieder dieses, wir haben immer noch keinen Namen dafür, 30 Sekunden pro Comic, kurze Vorstellung, knallhartes Ende. Kein Wort zu viel. Wir versuchen noch schneller zu reden, als wir es sowieso schon tun. Und ja, Zähne fängt an. Werde ich machen.
Los. Gut. Nimmst du die Zeit? Ja. Popeye lese ich immer noch regelmäßig. Gibt zwei laufende Serien. Einmal die Classic-Serie, wo eben klassische Stories eben nachgedruckt werden und eine aktuellere, die aber auch auf diesem Retro-Stil aufbauen. Sehr gute Serien, kurzweilig, kann man immer wieder zum Vergnügen lesen. Gibt sehr interessante Stories von irgendwie einem toten Tal bis hin zu einem Filmdreh. Für den Gelegenheits-Comic-Leser oder für mal eine Fahrt immer sehr gut. Kann ich empfehlen. Bereit bin ich? Ja. Also, Daredevil Nummer 20, wo ist denn die 19? Keine Ahnung, kann sein, dass ich die 19 übersprungen habe hier wieder, aber gute Ausgabe. Zeichnung Chris Hemney, es geht weiter mit dem Spot, der irgendwie den Kopf von Daredevil geklaut hat. Doch, das hatten wir besprochen, glaube ich. Ne? Der hat den Kopf genau. Ja. Daredevil findet also auf jeden Fall einen Weg, dem Ganzen zu entkommen, den bösen Ort nicht zu verprügeln. Und es gibt auch eine Erklärung für die ganzen vermeintlichen Halluzinationen vom letzten Mal. Bleibt eine sehr, sehr starke Serie, 4 von 5. Bei der habe ich überlegt, ob ich die tatsächlich auch zu den Transformers unterpacke, aber da so viele Serien drin sind, da sind wir pingelig. Battle Beasts habe ich mir nachbestellt, ist so eine Miniserie von 4 Teilen, habe jetzt hier nur 3 vorliegen. Ist so eine Spin-off-Serie Transformers mit Tierwesen, deren Hauptbestandteil darin besteht, zu kämpfen. Ach. Zeichnungen sind gut, bis sehr gut teilweise, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber die Story ist ziemlich fade gewesen, kann man leider überspringen, aber für Fans von Transformers immer noch geeignet. Ich fasse auch jetzt hier bei dir mal wieder einen Haufen Hefte zusammen, weil sie thematisch zusammenhängen, und zwar Animal Man Nummer 14, Swamp Thing Nummer 14 und Swamp Thing Annual Nummer 1. Geht halt weiter mit dem Rodworth Crossover und ich muss sagen, die Tendenz kippt ganz langsam relativ ein, also langsam aber sicher zu Swamp Thing, macht das meiner Meinung nach wesentlich besser. Erst zurück quasi, ne? Erst, ich finde die Zeichnung stärker, Yannick Paquette und hier vor allem in dem, also das Annual ist für die Haupthandlung ein bisschen zu vernachlässigen und ich sehe, ich habe keine Zeit mehr, stark. Das mache ich jetzt nur, um den Malte zu ärgern. Fick dich. Von Art Spiegelman, die wilde Party. Da muss ich übrigens, ich muss ihn unterbrechen. Die Ausstellung läuft im Museum Ludwig in Köln, ja. Über Arschspiegel und den Arschspiegel, meine Retrospektive. Unbedingt, also ich war noch nicht drin, aber es steht fest. Auch nicht mehr lange. Bis Mitte Januar, glaube ich. Unbedingt angucken. So, die Zeit hast du ja, ich weiß. Es ist einfach, Art Spiegelman hat sich die Geschichte eines Autors aus den 20er Jahren eben herausgesucht, eines fast vergessenen Autors. Auch so eine Geschichte aller Great Gatsby etc. pp. Ja. 20er Jahre, Roaring Twenties, sehr frivol, sehr schlüpfrig und hat die dann zeichnerisch untermalt. Sehr gelungen zum Lesen. Die Ausgabe hier im Fischer Verlag hat hinten auch die originalen Entwürfe in Englisch, also die englischen Texte sind dabei und die ganze Geschichte halt auch in Deutsch. Ist in Gedichtform gemacht, also in Liedform, weil sehr gut, sehr zu empfehlen. Kommen wir zum letzten Teil. Peter Panzerfaust Nummer, lass mich nicht lügen, 7 schon. Ein Wunder, dass die Serie überhaupt bis in Heft 7 geschafft hat. Trotzdem ziemlich gut immer noch. Also Peter und die verlorenen Jungs sind jetzt halt in Paris angekommen, im besetzten Paris natürlich, und versuchen ihren Freund zu befreien. Treffen dabei auf, das Cover wird es vielleicht zeigen, hier Sascha. Ein Mädchen. Nein, wie heißt sie denn? Und das? Ach, sei ruhig. Hier, der Messer-Joe, ne? Wie ist das? Wir machen Tiger-Lily. Tiger-Lily. Und haben halt einen Plan. Der Plan geht am Anfang, bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Also der zweite Handlungsarg wird sich jetzt halt damit beschäftigen, wie wir den Freund aus den Gefangenen, also den Fängen der Nazis kriegen. Immer raus, wir wollen ja. Super Serie. Aha. Erschien bei Image? Ja, wir haben halt keine Zeit. Zeit ist abgelaufen. Ach was? Ja. Ach, das wolltest du in 30 Sekunden machen. Ja, habe ich in 30 Sekunden gemacht. Bist ein Spasti, ich zeig's dir trotzdem. Was haben wir heute hier? Wir beleidigen uns gegenseitig. Ja, aber jetzt wo Zilli den Zeitrahmen sowieso gesprengt hat, ich kann das echt jedem nur empfehlen, der auch so ein bisschen, die Idee ist gut, es ist halt natürlich Zweiter Weltkrieg, wenn man da jetzt vollkommen von überdrüssig ist, aber es ist eine sehr interessante, fiktive Story im Zweiten Weltkrieg und immer noch sehr schön erzählt. Ist man denn begrenzt auf eine bestimmte Ausgabe? Nee, also es ist keine laufende Miniserie. Der Autor hat gesagt, er hat ein Ende im Kopf für die Handlung, also er hat quasi die Handlung geplottet für sich. Und schreibt jetzt und guckt, das heißt, die Ausgaben. Man kann eventuell einsteigen und wenn die nicht erfolgreich genug ist, bricht er dann irgendwie ab. Ja, also er wird sie wohl zum Ende bringen, das machen die bei Image ja schon. Okay. Also der zweite Arc wird jetzt halt noch laufen, also ich denke mal, meine persönliche Einschätzung ist, die Serie wird so ungefähr bei Nummer 30, wenn es erfolgreich bleibt, so werden das 30 Nummern.
Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass der das nicht innerhalb ein paar Ausgaben zu Ende bringen kann. Ist ein Trade angekündigt schon? Oder? Ich weiß gar nicht, ob das erste Trade gibt. Das erste doch bestimmt. Mhm. Also kann ich nur empfehlen. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Ja, geht los. Und wieder die Masters of the Universe. Ich trage schon hier den Dreck. Mach das mal. Die reguläre Serie, die so ein bisschen mich und den Malte spaltet. Ich habe ja letztes Mal... Ich habe die Hefte aber jetzt leider noch nicht lesen können. Das hat bei meinem Sololauf habe ich ja nochmal die von Dark Horse gelobt, die Mini-Comic-Serie. Einfach optisch läuft die dem einfach den Rahmen ab, obwohl das einfach auch sehr interessant interpretiert ist. Aber für einen Hardcore-Masters of the Universe-Fan ist das ein bisschen überinterpretiert. Und ich finde, kann man sehen, wie man will. Ich finde, die nehmen sich so ein bisschen zu viele Freiheiten in diesen Heften, was die Geschichte anbelangt. Ist so ein bisschen zu einer Sindbad der Seefahrer, Ray Harryhausen Nummer irgendwie verkommen. Okay, das Cover ist alles richtig schäbig. Alles noch nicht im schlechten Bereich. Ich sag mal so, ich gebe der ganzen Serie, wie sie jetzt ist, halt eine 3, aber keine gute 3. Also ist ein durchschnittliches Comic. Ich finde für mich sehr gewöhnungsbedürftig. In den beiden Heften, was passiert, man bekommt Merlin zu sehen. Eine ganz also wir hatten das ja beim letzten Mal schon erklärt. Das ist ja, wir sind glaube bestellt, hat sich unser Eindruck dann bestätigt, dass jetzt quasi jedes Heft ein Charakter Böse eingeführt wird. Also ein neuer Böse ist in dem Fall hier Merlin, der sehr stark eingeführt wird, aber optisch komplett an dem, was wir als Fans kennen, vorbeigeht. Also einfach vollkommen anders interpretiert. Das nächste ist... hier in den anderen Heft wird Evil Lynn vorgestellt. Wir haben schon wieder wechselnde Zeichner, das merkt man leider ein bisschen. Also ja. Wieder zwei Zeichner. Es ist noch ordentlich, also auf jeden Fall noch ordentlich. Eine ganz interessante Interpretation. Und hier dann auch wieder ein anderer Zeichner. Also sie haben es nicht mehr geschafft, dass Philipp Tan, der ja das erste Heft gezeichnet hat und auch das zweite, dass der durchgehend zeichnet. Obwohl, ich muss ganz offen sagen, auch die ersten beiden waren okay von den Zeichnern. Es ist das jetzt nicht, dass Philipp Tan der Zeichner ist, der alle Leute total beeindruckt, aber ich persönlich mag das eigentlich lieber, wenn eine Serie in einem... Aber wobei das hier sieht sogar ganz... Das sieht eigentlich was besser aus. Interessant als auf jeden Fall. Nee, ich finde das sogar besser. Da wird jedenfalls Evil Lynn vorgestellt, als Herrin einer Insel, als Kriegsherrin einer Insel. Das ist quasi... Da sind wir jetzt bei den Figuren übrigens angeguckt, die geheime, die ich gar nicht kenne. Die geheime Ehefrau Skeletors ist nämlich Evil Lynn. Also eine Hexenmeisterin, die dann irgendwann mal komplett abgedriftet ist. Die hat quasi Man at Arms, der ebenfalls unter Amnesie leidet, wie alle heroischen Kämpfer Eternias, zu ihrem Warlord gemacht, der quasi seine Tochter und ebenso He-Man in Form von Adam gefangen nimmt. Da gibt es so ein paar Retrospektiven. Stark sind die Auftritte von Skeletor, den ich aber optisch auch ein bisschen überinterpretiert finde. Aber ich muss eben kämpfen. Mit der Serie, mal sehen, vielleicht reißen wir das Ruder nochmal rum. Ich hätte jetzt zwei Fragen an dich. Bitte. Erste Frage, es bleibt aber doch so, ich will jetzt die nicht deine, die zwei Hälfte habe ich jetzt leider noch nicht gelesen, aber du hast natürlich diesen sehr Fan-Aspekt. Meinst du denn, es ist immer noch so das Gefühl, was ich hatte, wenn jetzt jemand, der nicht so viel He-Man vorbist, nicht der Überfanboy ist, der aber schon He-Man noch, sagen wir aus seiner Kindheit irgendwie kennt, der einfach Bock hat, nochmal irgendwas mit He-Man zu lesen, der wird da doch durchaus Spaß daran haben, oder? Also bei jemand, der jetzt nicht sagt, boah, so Merman ist nicht so wie wir muss. Solche Leute würden, glaube ich, nicht wirklich zu so einem Comic greifen. Ja, aber jetzt ich zum Beispiel. Also ich muss sagen, ich hätte die Serie gelesen, wenn es mir nicht zu teuer, also wenn ich nicht aber jetzt du hast ja beispielsweise jetzt auch die ersten beiden Bände gelesen. Ja, die ersten. Als normaler Comic-Fan würde dich diese Serie ansprechen. Ja, also die Sache, also das war ja mein Standpunkt. Ich habe das Gefühl, also als Comic selber finde ich die Person zu schwach. Also schon mit der, das ist schon so eine Sache, ich muss Bock auf He-Man haben. Ja. Das ist schon He-Man spezifisch, aber jetzt meinte ich halt nicht so spezifisch wie bei dir. Du bist ja jetzt schon, du bist ja voll drin, du bist He-Man-Fan seit weiß ich nicht wie viel Jahren, du hast die Figuren. Also dich, mir geht das ja bei Batman ähnlich, dich stört ja dann vielleicht schon ein falsches Outfit, ein anderer Look. Ja, das ist wahr. So, und ich persönlich, der He-Man, der irgendwann mal ein paar He-Man-Folgen geguckt hat, mal ein paar He-Man-Hörspiele gespielt hat, gehört habe und der aber selbst du um das also was mich eher stört wäre jetzt von einem Comic-Fan-Standpunkt, dass mich teilweise manche Zeit, dass mir manche Zeichnungen nicht gut genug wären. Das auf jeden Fall. Da gehe ich encore. Nun die Sache ist die, auch als dieser Gelegenheits-He-Man-Fan, der mal ein bisschen das regelmäßig wiederbeleben will, empfinde ich so, als würdest du dich dann stören, weil die Figuren doch art entfremdet sind.
Ich denke, wenn du das aus diesen Gründen, auf jeden Fall, ne? Wenn du das aus diesen Gründen machen würdest, dann würdest du doch hoffen, boah, ich steige gleich in eine He-Man-Story ein, hier in dieses typische Universum, dieses Flair, ich möchte das ein bisschen wieder aufsaugen, wie war das nochmal früher, wo ist Battle Cat, wo ist das und das. Auf würdest der du dann bereit sein, um das zu Ende zu bringen, würdest du bereit sein, jetzt im Extremfall 10, 15 Hefte hinter dir zu bringen, bis irgendwie dieses reguläre Universum, dieses System erscheint? Ich verstehe, was du meinst, aber meiner Meinung nach ist das vielleicht gar nicht so schlechter gewählter Aspekt, weil du als in Anführungsstrichen Neuleser mit dem Adam die Welt wieder entdeckst. Also, ne, der Adam weiß nichts, du weißt nichts in Anführungsstrichen, und dann kriegst du jedes, ihr kriegst jetzt schön jedes Heft einen Schurken serviert, denkst dir so, oh ja, den kenne ich vielleicht auch noch oder den kenne ich nicht, liest ein Heft mit dem Schurken, nächstes Heft, nächster Schurke, lustig, und bis am Ende Face-Off mit He-Man im sechsten Heft oder so. Was ich noch zusätzlich sagen muss, ja, das also, wenn ich will nicht behaupten, dass es ein total guter Comic ist, dafür sind, wie gesagt, mir teilweise schon einfach die Zeichnungen zu schlecht und so. Und dafür ist das, gibt das Material natürlich auch, das ist halt He-Man. Ne? Ich finde, dass der Ansatz ist halt ein falscher. Wenn man so einen alten Sack wie mich ansprechen will, da ist man so leider vorbeigeschippert, obwohl ich ja so hardcore bin, dass ich mir alles hole. Aber ich denke jetzt auch an die 2000X-Fans. Das ist die frischeste Serie, die so den Leuten im Hintergrund ist, also auch junge Fans. Die werden in meinen Augen noch weniger mit dieser He-Man-Interpretation anfangen, wie ich es kann. Weil bei mir, bei meiner Zeit, war es auch ein bisschen frei interpretiert. Es war noch so ein Barbar, und ein paar Serien von He-Man hatten die Freiheiten, dass es in diesen Pulp-Conan-Bereich gehen würde. Aber so 2000X-Leute, die Serie war halt so ein bisschen fresher. Das ist auf RTL 2. Genau. Die habe ich geguckt. Und die geht, finde ich, ganz an denen vorbei. Ja, aber ich glaube, das ist... Ich glaube, dieses Referenzmaterial ist bei so Leuten gar nicht da. Wie gesagt, bei mir, ich habe, He-Man ist für mich eher so ein grobes Grundkonzept, da gehört aber nicht viel mehr zu, außer He-Man, dicker Mann, nackter Mann mit Schwert, hat eine Katze, es gibt Skeletor, dann gibt es noch so zwei, drei andere Figuren, die habe ich im Kopf. Ey, ganz ehrlich, ich könnte dir halt so... Aber das ist das, was ich dir nur anfangen kann. Du bist nicht die Zielgruppe und jemand wie du wird das selbst auch nicht kaufen. Und dadurch, so wie sie sich angelegt haben, wird auch die Zielgruppe sich sehr schwer damit tun. Wenn ich daran denke, gucke ich das zum nächsten Mal, gucke ich mal so ein paar Verkaufszahlen. Mach das ist eine sehr gute Idee. Bei Diamond ist das ja gelistet. Sagen, können wir das und bisschen, guck mal, auch mal die Tendenz wäre ganz gut, wenn du es schaffst. Ja, die Diamond Charts kannst du ja nachgucken. Und dann setzen wir das mal in so Relation zu so ein paar und am besten Hälften. Verfolgen wir das auch so ein bisschen, in Relation setzen. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, so die 4 ist noch keine Nummer, wo du richtig abspringen würdest, glaube ich. Aber wenn man so ein paar Ausgaben. Also ich meine, klar, die Nummer 1 ist natürlich verkauft sich nochmal. Aber mich würde das jetzt mal interessieren, wie steht das so verkaufsmäßig im Verhältnis zu zum Beispiel erstens natürlich Topseller. Also das ist jetzt nicht annähernd das Niveau erreicht. Aber wie ist das in Relation zu kleinen Serien, genau. Dann wie ist das in Relation zu so vergleichbaren Titeln bei DC? Zu dem kommt ja noch dazu, das darfst du nicht vergessen, die Erscheinungsweise war ja jetzt ein bisschen eine doofe. Ja, also, aber deswegen würde mich interessieren, erstens, es gibt ja auch bei DC so Mid-Level, Low-Level-Serien, so ein Hawkman oder so, das verkauft ja jetzt auch nicht, wie versteht das dazu? Und dann wiederum, wie steht es im Vergleich zum Beispiel zu einer Transformers-Serie, die ja jetzt vom, eigentlich würde ich sagen, vom Publikum, 90er-Toy-Serie. Das wäre dahingehend auch super interessant, wie so Verkaufszahlen von IDV zu einer schwachen DC-Serie zu einer starken IDV-Serie. Kommt, aber es gab hier noch was. Und richtig. Ich muss sagen, da freue ich mich sogar drauf, das zu lesen. Das kannst du mal. Wir reden von Masters of the Universe, The Origin of Skeletor. Das ist ein One-Shot. Und da muss ich jetzt mal sagen, da merkt man direkt, wenn man die beiden, den Zeichner und den Autor liest, dieser Joshua Hale Fialkov, der schreibt aktuell, ist immerhin schon mal für einen hier Eisner Award nominiert gewesen und schreibt auch diese sehr gerade hochgelobte iVampire-Serie, wo auch jetzt der erste Band bei Panini rausgekommen ist mit dem tollen Titel Ich, der Vampir. Das finde ich auch sehr interessant. Und der Zeichner ist Fraser Irwin, der bekannt sein dürfte von besonders der Arbeit mit Grant Morrison an Batman, also Batman Incorporated. Sehr starke Zeichnung. Finde ich persönlich. Interessante Zeichnung. Auf jeden Fall also gerade hier einen höheren, also für mich jetzt persönlich, wie gesagt, mal von einem Comic-Fan-Standpunkt wäre das ein Heft, was ich schon eher lesen würde, alleine weil es künstlerisch mir das bekommt. Warte mal, du hast es richtig gut eingeleitet. So, das muss ich echt mal hin. Dieses Heft bekommt von mir 4 Sterne. Ja, gute 4 Sterne. Da muss ich hier nochmal aufgreifen,
drei schwache drei. Drei Minus. Drei Minus. Ja, genau. Also Tendenz zu zwei, wie du schon heißt. Das Heft bekommt von mir eine 4. 4 Sterne. Das ist keine Aussage, sondern 4 Sterne von 5. Das ist unser Punktesystem. Müssen wir auch mal kurz erwähnen. Und zwar nicht, weil es... Das hat nichts mit Masters of the Universe zu tun. Gar nichts. Also es ist, das ist auch so ein paar Namen, die fallen, wie Skeletor, Randor und so leichte Anlehnungen an die Geschichte. Man sieht Skeletor Geschichte. Quasi gar nicht, also ins Kostüm, man sieht ja nur... Am das Ende sieht man sowas. Es werden halt Namen erwähnt, wie Hordak, der quasi der Lehrmeister von Skeletor auf der Seite des Bösen war. Und die Verwandlung und der Neid. Es ist eine richtig dicht geschriebene Kurzgeschichte über den Neid von zwei Königssöhnen, der andere eine adoptiert, der andere so ein bisschen auch an Thor erinnert, also dieser Halbling quasi, der dann halt in dem Gerd halt durch diese Benachteiligungen, so ein Hass auf Bruder, auf Vater, will irgendwie zur Geltung kommen, dann gibt es so einen Moment, wo der erscheinen kann und irgendwie seinen Bruder rettet, beziehungsweise irgendwie so einen Typen überwältigt, aber das Lob kriegt wieder der Bruder automatisch zugeteilt, weil jeder diese Erwartungshaltung ist. Das ist diese in der Erziehungswissenschaft würde man sagen, self-fulfilling prophecy, beziehungsweise dieser Labeling-Approach, wenn du mal in so einer Kiste steckst, dann bleibst du auch dabei. Und sehr dicht erzählt... Oder, um es mit Andi Breme zu zitieren, hast Scheiß am Schuh. Genau das. sehr dicht, die Zeichnung, wie der Malte bietet, sehr atmosphärisch. Also ich würde ja sagen, Skeletor ist ja normal, He-Man ist ja keine Serie, die man jetzt so die sonderlich ernsten Aspekte hat. Nicht aber wenn man hier diesen Skeletor... Interpretation von Irving sieht. Einfach das sieht unheimlich aus. Also ganz ehrlich, so fies hat Skeletor für mich noch nie ausgesehen. Auf keinen Fall. Auch das Cover unheimlich. Ganz stark hier mit dem Skeletor und diesen Rauchwolken und darin eingebaut die anderen. Ja, diese Odern. Sehr stark. Gibt's denn im klassischen Masters Universe eine Origin für Skeletor? Es gibt jetzt eine neue Origin, es gibt eine alte, in der ganz ursprünglich gibt es verschiedene Interpretationen. Ursprünglich ganz früher galt Skeletor auch als außerirdisches Wesen, das nach Eternia gekommen ist, um die zu unterjochen. Dann galt irgendwie über Hörspiele und so Skeletor als das rein Böse, das irgendwie eine Figur produziert war, weil irgendein Volk das Böse von sich eben wegschieben wollte und dann quasi in Skeletor manifestiert hatte. Dann gab es im allerletzten, das war nicht der letzte Comic, aber in einem der letzten Comics, der Toyline, das waren ja immer die Begleithäftchen dazu, da wurde halt schon angedeutet, dass Skeletor irgendwas mit dem verschwundenen Bruder von König Randor, dem Vater He-Man, zu tun haben könnte. Ja. Wurde so angeteased. Später in der 2000X-Serie, beziehungsweise auch im aktuellen Kanon, heißt es halt nun, Skeletor ist definitiv quasi der Onkel He-Mans, im Sinne von, es ist quasi so ein Adoptivbruder von Miro, das ist halt der Opa von He-Man, der Vater von König Randor, hat eben in dem Sinne Skeletor adoptiert, er gehört zu so einem Volk, ich weiß nicht, wie weit ich gehen darf. Kennst du Cyclone, diesen lebenden Tornado? Ja, war halt eine Figur, die dadurch kennt, dass die so ähnliche Art ist halt, waren menschliche Figuren mit blauer Haut und jetzt wird es halt hingeschoben, dass Skeletor diesem Volk angehört. Ursprünglich war dieses Volk so sehr kriegerisch, was auch wieder an diese Thor-Origin erinnert, mit diesem Eisvolk etc. Das haben wir noch so ein bisschen geschaut. Und das trifft hier schon zu. Das haben sie gut interpretiert, ganz eigen. Also, auch für nicht gute Fans reingucken, einfach wegen der Atmosphäre, lass sie hier. Kannst du vielleicht mal was beim nächsten Sendung dazu oder übernächsten was dazu fallen lassen? Kann ich nur empfehlen. Also 4 von 5. Letzte Review dieser Folge. Letzte Review. Und ganz ehrlich, wir kommen zum Highlight. Das Beste habe ich bis zum Schluss aufgespart. Wir reden von der Rückkehr des Jokers ins neue DC-Universum mit den Heften Nummer 13 und 14. Ganz starkes Cover. Packe mal auf. Ich mag das, der war immer die Einleitung. Also, wie gesagt, der Joker ist ja irgendwie in Heft 1 oder 2 von der Detective-Comic-Serie. Wurde ihm vom Dollmaster das Gesicht abgezogen und er ist, also die Haut vom Gesicht abgezogen und er ist verschwunden. Und jetzt mit Nummer 13 und 14 startet das Batman-interne Crossover Death of the Family, was natürlich ein
Wortspiel ist, weil es gibt ja die Storyline Death in the Family, das ist die, so hieß damals die Storyline, wo Jason Todd aka Robin 2 gestorben ist, vom Joker getötet. Ist also auch ein Wortspiel mit eingebaut. Mhm. Und jetzt kehrt der Joker halt zurück und und das, wo Zilli hier gerade so drauf abgehen ist, es gibt diese Gates, also diese Club-Cover für, ich glaube, jede Serie, die an diesem Crossover teilnimmt, gibt es das einmal. Man hat quasi hier diese Fake-Joker-Haut über Batman und bei Catwoman ist es dann über den Catwoman-Cover. Und das hat die Sleeve... Sorry, ich hätte mir das fast nur deswegen gekauft. Die Sleeve hat das schon echt richtig stark gemacht. Das sieht richtig geil aus. Also ich kann die nochmal... Es ist mega gut. Aber auch der Inhalt ist wirklich super. Scott Snyder, wenig überraschend, nachdem die ersten 12 Hefte dieser Serie schon also unglaublich gut waren, bleibt das auch. Greg Capullo zeichnet echt wie ein Wahnsinniger. Und das Gute ist, der Joker ist halt zurückgekehrt. Batman hat keinen Plan, was er eigentlich will. Und kriegt dann so langsam raus, dass er mehr oder weniger allem so alte Verbrechen wieder nachstellt. Mhm. Und das endet dann damit, zumindest das erste Heft endet damit, dass der Joker einen Haufen Polizisten tötet und natürlich wieder vermeintlich wahllos Leute umbringt. Und dann eben mit dem großen Cliffhanger, er entführt Alfred. Mhm. Und droht ihn halt auch zu foltern und so. Und Backup-Stories gibt es auch, und zwar von, warum ich das jetzt so speziell erwähne, gezeichnet von Jock, den man aus von den Losers kennt, aber auch eben von dem von mir irgendwann mal vorgestellten großartigen Black Mirror-Storyline, auch von Scott Snyder. Mal kurz, jetzt können wir mir so den fachmännischen Griff ins Regal machen, als hätten wir es vorbereitet. Ja. Diesem Trade. Einfach mal eine ältere Sendung kurz gucken, ne? Und das bleibt halt echt extrem gut, wie gesagt, das endet damit, dass er den Joker entführt. Starke Zeichnung von Greg Capullo, ich habe da ein Panel jetzt aus spontan im Kopf, wo man so ein Auto über eine Brücke fahren sieht, während es regnet und wie er die Lichtreflexion an den Wassertropfen zeichnet, ist einfach unglaublich gut. Dazu sieht es einfach, schafft er es einfach einen unglaublich gruseligen Joker zu zeichnen, der halt die ganze Zeit ja immer noch dieses gehäutete Gesicht hat. Und der die ganze Zeit quasi so seine eigene Haut als Maske trägt. Genau, hier das Panel meine ich. Siehst du hier die Reflexion? Das ist unglaublich gut gemacht. Richtig gut. So, und im zweiten Heft, also in der Nummer 14, da wird's dann jetzt, wird mit mir jetzt richtig schlecht gelaufen, weil da erfährt er dann, dass Alfred entführt ist und dass es eben noch Jim Gordon erwischt hat. Noch lebt er, aber den hat es halt auch schwer erwischt mit diesem Joker-Gas. Dann gibt es eine unglaublich gute, intensive Szene zwischen Dick und, also Nightwing und Batman auf dem Balkon, während Batman halt die ganze Zeit so noch im Ich-bin-Batman-Sprachcode redet, also mit Nightwing anspricht und so tut, als wäre er nicht Bruce Wayne, also über Bruce Wayne's Butler redet und so. Und irgendwann kriegt Nightwing halt so den Vollausraster, so nach dem Motto, ey, so... Wir reden hier von Alfred, jetzt werd mal ernst, und Batman dann mehr oder weniger sagt, er macht das nur, um sich überhaupt irgendwie zusammenzuhalten, weil ihm das Ganze so nahe geht. Und dann gibt es halt eben am Ende, dass die finale Konfrontation, also nicht nur nicht final, aber die erste Konfrontation mit dem Joker, der erstens echt fies aussieht, wie er sich so seine eigene Haut, und eben dieses Panel, wie die beiden sich so westernmäßig auf der Brücke gegenüberstehen, ist ganz, ganz große Comic-Kunst. Natürlich wird das Finale noch ein bisschen herausgezögert, sprich Batman wird vom Joker gefangen genommen und der Joker kündigt jetzt halt eben an, einen seiner Verbündeten zu töten. Wir wissen natürlich noch nicht wen, wir hoffen... Boah, was für ein geiler Teaser! Und dann auch wieder ein gutes Backup von Jock, der halt so eine Passage mit dem Pinguin zeichnet. Also wie gesagt, auf der einen Seite wenig überraschend, dass die Serie so gut ist, nachdem sie ja jetzt halt schon so viele Hefte so gut war. Boah, da ist bei mir das Trade vorbestellt. Aber wie Scott Snyder es einfach immer wieder schafft, die vermeintlich, sagen wir jetzt mal, nicht ausgelutscht ist so negativ, aber die ja doch, es ist doch schwer bei einem Charakter, der schon irgendwie seit 60 Jahren geschrieben wird. Wohl wahr. Und er erfindet in dem Sinne gar nichts neu. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er hier eine großartig innovative Idee, aber wie er es schreibt, ist einfach so unglaublich gut. Die Dialoge sind unglaublich gut. Und da muss ich sagen, da packe ich die 5 aus. Also es sind 5 von 5.
Und auch zu sagen, wer einfach nur zum Beispiel den Joker steht, es gibt ja viele Leute, die nach den Dark Knight-Filmen einfach auf den Joker stehen, man braucht echt nicht wirklich viel Vorkenntnis. Also man kann sich auch einfach das 13 oder 14 kaufen oder warten, bis das hier gesammelt als Trade rauskommt. Und ich bin wirklich sehr, sehr überrascht, dass die Serie so gut bleibt. Ich bin natürlich ein Batman-Fanboy, eine Batman-Serie hat bei mir immer einen Stein im Brett, aber die Kritiken sagen das halt auch, das ist überdurchschnittlich gut. Ja, damit sind wir durch, oder? Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Feedback, gucken, Feedback, alles machen. Top.